Hey ho, meine Damen und Herren, bevor es mit dem Best-of losgeht, ganz kurze Anmerkung, ihr könnt euch weiterhin für Python 3 bewerben. Dazu einfach auf den Link in der Beschreibung gehen und unserem Discord joinen. Da könnt ihr euch dann bewerben und mit uns weiterhin Python mitspielen. Weiterhin viel Spaß beim Anschauen. How does that... Aua! Der Blutmond ist ja völlig krank. Ja, ne? Bin ich, Johnny. Der hat mir zwei gelben Farbstoff gegeben. Wow, und ich hab mich extra dahin tippet und bin verreckt. Alter, ah, unter uns, ey. Was geht da los? Hör ab. Ich höre nur ganz viele Schritte. Alter. Was ist das? What the fuck? Alter. Wenn man jetzt irgendwelche Potions hätte, so damit. Johnny, hast du noch Munition auf deiner Minigun? Jetzt wäre eine gute. Ich hab den Minigun gerade nicht, die ist so bei Niklas. Schade. Ah, der hat mich hingezogen. Ich will leben, leben, leben. Ich möchte leben, 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 aber das kann ich mir abschminken. Oh, ich hab gehört, du magst Chance Cubes. Also habe ich Chance Cubes in deine Chance Cube getan. Jetzt habe ich zwei. Nee, jetzt habe ich drei. Oh, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Inception. Und nun. Moin Alter, alles Knorke? Yo, alles Knorke. Es wäre sogar noch knorkiger, so sagt man das doch in der Germanistik, wenn du auf Twitch gehst, anstatt auf YouTube. Oh, nice! Nein! 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 Warum denn ausgerechnet dies? Was ist passiert? Ich habe viele tote Büsche. Scheiße. Ich hasse das. Immerhin lebst du noch. Das stimmt. Nein, das ist schlimmer als zu sterben. Aber ehrlich gesagt mag ich gar keine Bratäpfel. Raus! Nee. Du kamst doch zu mir, was willst du von mir? Ich komm rein und werf dich raus. Machen wir das dann auch, wenn ich dich irgendwann mal besuchen komme. Dann komme ich rein und werf dich raus. Ja, genau. Ah, hallo Bio, schön, dass du es hier. Raus! Ja, ich will Bio. Alles klar. Mindestens 10 Karat, ne? Und diese Menschen mit Ansprüchen. Und Jonas hilft sie beim Arbeiten an die Diamanten. Ich habe meinen Sohn doch dabei erwischt, wie er sich mit einem 500-Euro-Schein eine Zigarre angezündet hat. Habe ich ihm nicht ausdrücklich das Rauchen verboten? Ich sehe gerade, es gibt schon wieder zwei verschiedene Sorten von Marvel, ne? Du weißt ja gar nicht, wo die wohnen. Du hast mir einen Standort geschickt. Schon vergessen? Vielleicht war das aber auch auf der Straße vorm Haus.